Freigebigkeit, eine wichtige Eigenschaft. Ja, heute möchte ich sprechen über Freigebigkeit. Freigebigkeit, meist geschrieben Freigebigkeit, ist eine wichtige Tugend, eine wichtige Eigenschaft, die ein Mensch kultivieren kann. Freigebigkeit natürlich braucht als Gegenteil, also als Gegenpol auch die Sparsamkeit, braucht auch als Gegenpol auch die Bedachtsamkeit und die Ruhe und die Klugheit. Aber Freigebigkeit ist eine wichtige Eigenschaft, die man auch kultivieren soll. Swami Sivananda, der Meister in dessen Tradition, ich lehre, ich bin ja Yoga-Lehrer, spiritueller Lehrer, hat gerne gesagt, share what you have with others. Und er hat auch gesagt, give, 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 gebe, gebe, gebe. Vermutlich war es Freigebigkeit eine der herausragenden Eigenschaften von Swami Sivananda. Swami Sivananda hat eine solche Freigebigkeit gehabt, dass er alles, was er hatte, mit anderen geteilt hatte. Und zwar schon von Kindheit an. Als Kind hat er gerne auch seine Kleider mit anderen geteilt. Das klingt jetzt in Deutschland etwas eigenartig, aber in alten Indien waren Kleider einfach Tücher. Gewebte Tücher. Swami Sivananda stammt ja nicht aus einer einfachen Familie, auch zwar auch keiner sehr reichen, aber doch einer verhältnismäßig wohlhabenden Familie. Er hat dann einfach, wenn er jemanden gesehen hat, der nur in Lumpen rumgelaufen ist und er selbst hatte zum Beispiel zwei Tücher, mit denen er sich bedeckt hat, hat er eines jemand anders gegeben, dem der es bedarf hat. Er hat, wenn er Bettler draußen auf der Straße gesehen hat, hat er einfach Essen vom Mittagstisch genommen und das den Bettlern gegeben. Später, als er ein guter Schüler war, hat er kostenlosen Nachhilfeunterricht den Mitschülern gegeben. Als er angefangen hat, Musik zu spielen, hat er eine, man kann sagen, eine kleine Musikband gegründet. Und die haben dann zusammen musiziert. Als er Medizin studiert hatte und sich dabei auch mit Ayurveda und Hatha-Yoga und westlicher Naturheilkunde beschäftigt hatte, hat er dann auch da Diskussionsabende eingerichtet, aber vor allen Dingen hat er eine Zeitschrift gegründet, Ambrosia, wo er dieses Wissen freigebig weitergegeben hat. Und als er später dann Arzt war, hat er auch oft Patienten kostenlos behandelt. Also seine Freigebigkeit kannte kaum Grenzen. Als er selbst sich neue Kleidung anschaffen wollte, hat er immer die alte Kleidung anderen dann zur Verfügung gestellt, gegeben. Als er dann sehr tiefe spirituelle Erfahrungen gemacht hat, wollte auch anderen Menschen helfen, auch diese spirituelle Erfahrungen zu machen. Er hat alles freigegeben. Er hat das spirituelle Wissen sehr freigebig weitergegeben. Swami Sivananda war auch jemand, der gesagt hat, wir wollen nichts geheim halten auf dem spirituellen Weg. Swami Sivananda hat die Mantras, die früher geheim waren, freigebig veröffentlicht im Buch Japa Yoga. Er hat die geheimen Atemübungen, Mudras, Bandhas, die vielleicht in anderen Schriften nur angedeutet war, in seinen Büchern wie Science of Pranayama und Kundalini-Yoga und Hatha-Yoga genauer beschrieben und einem größeren Publikum zugänglich gemacht. Diese Freigebigkeit war für ihn ganz natürlich. Wenn Menschen zu ihm gekommen sind, er hat gegeben und gegeben, gegeben. Wenn Kinder zu ihm kamen, hat er ihnen Süßigkeiten gegeben. Wenn Bettler zu ihm kamen, hat er ihnen Geldmünzen gegeben. Wenn Menschen nach spirituelles Wissen haben wollen, hat er ihnen kostenlos Bücher gegeben und so weiter. In dieser Tradition der Freigebigkeit sind wir in mancherlei Hinsicht auch bei Yoga Vidya. Wir wollen auch unser Wissen freigebig geben. Und so haben wir auf unseren Seiten kostenlose Internetvideos und Audios. Es gibt ganze Yoga-Kurse und Meditationskurse, die du vollkommen umsonst im Internet mitmachen kannst. Wir geben auch diesen Vortrag jetzt zum Beispiel, hast du kostenlos. Wir haben einen riesen Yoga-Wiki, wo wir alles Wissen sehr freigebig teilen wollen. Manche fragen sich, wie könnt ihr das? Habt ihr große Unterstützer? Ja, wir haben jetzt keine großen Unterstützer. Was auch, wir wollen Menschen geben, geben, geben. Wir wollen uns von dieser Freigebigkeit von Swami Sivananda anstecken lassen und geben. Und gehen dann davon aus, ja, irgendwo wird es auch zu uns hinkommen und durch uns weiterhin durchfließen. Natürlich, wir haben auch bei Yoga Vidya Seminarhäuser und Yoga-Zentren und
Dort kosten auch die Kurse etwas und die Seminare kosten und die Ausbildungen kosten. Aber wir halten alles so günstig wie möglich. Und auch wenn man Schlafsaal wählt, dann zahlt man so wenig, dass es subventioniert wird. Also zum Beispiel unsere Schlafsaalpreise sind nicht kostendeckend. Dafür sind die Einzelzimmer ein bisschen teurer, sodass also Menschen, die vielleicht etwas mehr Geld haben und etwas mehr Luxusanforderungen haben, ein bisschen mehr Luxus gibt es ja bei uns im Ashram auch nicht, ein bisschen mehr Komfort haben wollen, die stützen dann andere Menschen. Man stößt das etwas auf, warum kostet das Einzelzimmer so viel mehr als Schlafsaal, sind dann eher geizig und wollen dann lieber weniger bezahlen, sollen die doch im Schlafsaal mehr bezahlen. Und auch damit müssen wir dann öfters leben. Aber wir hoffen, dass die Mehrheit der Menschen diese Freigebigkeit hat. Wer sich etwas mehr leisten kann, der zahlt auch gerne etwas mehr. Und es ist auch schön, dass es immer wieder Menschen gibt, die wissen, ja, von dem, was Yoga Vidya in Seminaren und Ausbildungen verlangt, können die unmöglich das Ganze aufrechthalten. Ich gebe gerne etwas mehr als Spende. Manchmal, wenn man Freigebigkeit hat, muss man auch damit zurechtkommen, dass man trotzdem angegriffen wird und dass, obgleich man alles gibt, dass Menschen irgendwo mit einem argumentieren. Das ist auch wichtig, dass man weiß, ja, das ist eine allgemeine Erfahrung. Auch Swami Sivananda, der so gegeben hat, der hat auch Kritiker gehabt und der hatte auch mal jemanden gehabt, der ihn betrogen hatte, beziehungsweise den Ashram betrogen hatte und vieles andere. Freigebigkeit heißt, wir wollen geben. Und wir wollen geben, auch wenn wir ab und zu mal ausgenutzt werden. Die Mehrheit der Menschen, die merken, ihnen wird gegeben, geben es zurück, entweder dem, der ihnen gegeben hat, oder eben andere. Daher ist es gut, Freigebigkeit zu üben. Daher ist es gut, wenn man irgendwo beschenkt wird, das weiterzugeben. Und man sollte sich nicht von Menschen, die einen vielleicht mal scheinbar oder echt ausnutzen, den Idealismus wegnehmen lassen. Ich sage auch manchmal, gibt nicht den Menschen, die sich am unethischsten verhalten haben, die meiste Macht über dich, sondern teile, was du hast, mit anderen. Natürlich ist klar, Freigebigkeit muss auch seine Grenzen haben. Man braucht auch Sparsamkeit, sonst hat man bald nichts mehr, was man geben kann und muss stattdessen andere anbetteln. Es braucht Freigebigkeit, es braucht aber auch eine gewisse Sparsamkeit und eine gewisse Klugheit. Freigebigkeit ist etwas anderes als Verschwendung, genauso wie Sparsamkeit etwas anderes ist als Geiz. Und oft braucht eine Tugend den Gegenpol. Und beide zusammen machen dann ein etwas Harmonisches aus. Und mal ist der eine Pol etwas wichtiger und mal der andere. Und manchmal ist es gut, dass mehrere Menschen sich ergänzen und so zu einem harmonischen Ganzen kommen. Ja, das waren einige Anregungen, Denkanstöße zum Thema Freigebigkeit. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de